So, hallihallo. Ganz kurz, bevor wir hier lange rumreden, Erklärung, was wir hier machen. Wir machen eine Art Let's Play. Ich sage eine Art Let's Play, weil wir spielen zwar die Spiele, aber wir kommentieren es nicht unbedingt groß dazu. Wir spielen sie einfach und nehmen uns dabei auf, wie wir einfach so nebenher uns unterhalten. Der Grund ist der, wir spielen schon seit Ewigkeiten irgendwelche alten Adventures und ab und an gibt es da echt ein paar saulustige Stellen. Wir haben uns gedacht, wir müssen uns unbedingt mal dabei aufnehmen. Mal schauen, wie es wird. Zwei Sachen vorweg. Das erste, wenn wir irgendwie mal nicht sehr political correct sind, bitte entschuldigen, weil wir... Der ein oder andere Spruch fällt halt ab und an und vielleicht schneiden wir das noch raus, weil die nicht wirklich sehr jugendfrei vielleicht sind oder ja, oder auch wirklich vielleicht jemanden böse nimmt. Zweite Sache, ich rede immer von wir. Das ist zum einen, das bin ich. Ich heiße Daniel, ich spiele das Spiel und neben mir sitzt mein Kollege, der Domi. Hi. Und der hilft mir meistens, Rätsel zu lösen oder im Spiel gibt er irgendwelchen sinnvollen Input. Ja. Ob der so sinnvoll ist, ist fraglich. Ja, ab und an halt mal. Generell spielen wir eigentlich Adventures, gerade alte, also wirklich Mitte 90er. DOSBox zum Beispiel. Außer DOSBox halt das Zeug, ja. Heute nicht. Für unser erstes Let's Play haben wir uns ein anderes Spiel ausgesucht, und zwar Amnesia. Ein ziemlich, ziemlich geiles Survival-Horror-Adventure, das wir schon fast durchgeschafft haben. Es ist also kein komplettes, blindes Let's Play. Also so partially blind. Ja, wir hatten es fast durchgeschafft damals, aber dann haben wir doch die Hosen voll gekriegt und haben dann aufgehört. Und wir haben uns überlegt, das machen wir heute anders. Wir spielen es durch und... Wobei das schon wirklich sehr lange her ist, dass wir das gespielt ja, haben. Ja, aber wir probieren es trotzdem mal. Kurz zum Spiel selbst. Du nimmst auf, oder? Ich nehme auf, ja. Ja, wir hatten einige Outtakes, wo ich vergessen habe, das Video aufzunehmen. Okay, kurz zum Spiel. Es ist ein Survival-Horror-Adventure und das Schlimme daran ist, man kann nicht kämpfen, man kann nicht rennen. Man kann bloß weglaufen und der Charakter, den man spielt, der heißt kann, wie du. Der heißt wie ich zum einen und Don't der ist ziemlich, ziemlich ängstlich, weil der kann auch verrückt werden, wenn man in irgendwelche Bereiche reingeht, wo schlimme Sachen passieren. Man muss sich wirklich um seine Sanity kümmern, also um seine geistige Gesundheit. Ja. Und das sieht man auch schon mal nebenher, wir spielen auf Englisch, wir werden auch nicht groß übersetzen, wir finden uns das nicht cool. Wir hoffen einfach, dass der ein oder andere ein bisschen was versteht und ja, jetzt geht's einfach mal los. Also ich bewege mich schon. Kannst du mich schon? Ich kann mich schon bewegen. Genau, das Spiel ist Amnesia, weil wir wachen auf und wissen nicht, was passiert ist. Also, ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass ihr jetzt da unten irgendwas nicht gelesen habt, während ich gelabert habe. Der Spieler weiß anfangs wirklich nicht, was passiert ist. Er wacht einfach auf, wie wir es gerade sehen, und findet sich in irgendeiner Art alten Schloss wieder. So, fangen wir mal an. Genau, da gibt es jetzt einige Hints. Ach ja, auch noch so eine schöne, interessante Sache. Das Spiel ist sehr interaktiv mit der Maus. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier die Tür aufmachen will, muss ich wirklich die linke Maustaste gedrückt lassen und mit der Maus die Tür auf... Ich würde sie drücken mit ihm. Beziehungsweise zuziehen, ja. Kinderbox! Also, Zündholzer. Ja, genau, weil der Charakter, ich kann das mal ganz kurz zeigen... der hat hier ganz normal seine Lebensenergieanzeige. Pfui, Deivel. Was ist denn jetzt los? Mir ist schon wieder so ein Kohlebrocken in den Schlauch gekommen. Ekelhaft. Ich hätte ihn nur vorhin erst sauber gemacht. Trotzdem. Ja, mach. Okay, hier ist die besagte Sanity. Wenn der Charakter irgendwelche Szenen erlebt, auf Monster stößt oder zu lange im Dunkeln ist, geht diese Sanity runter und ist sie erst einmal unten, krebst er am Boden rum, fällt um, bricht in Panik aus und dann hat man sowieso schon verloren, weil einen dann diese ganzen Pseudo-Zombie-Viecher killen werden, die hier rumlaufen. Hier ist ein Zündhölzer, damit kann ich Fackeln anzünden und den Weg ein bisschen beleuchten. Das ist für später sinnvoll, das Öl, man kann mit einer Lampe ausgestattet im Dunkeln durch die Gänge leuchten.
Was aber auch so eine zweischneidige Klinge ist. Ja, aber dann sieht man auch einen. Also das Licht, sowohl Licht als auch Schatten ist hier Freund und Feind. Ja. Also. Man möchte eigentlich beiden nicht so wirklich lange sein. Man möchte das ganze Spiel nicht lange spielen. Ja gut, eigentlich schon, weil es ein gutes Spiel ist. Ja, und ein Journal. Im Prinzip Story-Elemente, Notes, Diaries, Mementos. Ein bisschen so Quest-Sachen, was man zu tun hat. Wo es weitergeht, wie man Rätsel löst. Genau, hier könnte ich jetzt einen Tinderbox verschwenden, was ich aber nicht tue. Ich laufe jetzt einfach mal weiter. Ich folge diesen netten... Der schöne Teppich. Ah, oh, ja, der schöne Teppich. Perset. Genau, hier ist, glaube ich, schon das erste Memento. Mein Charakter fliegt gleich um. Ist noch eine Tinderbox gewesen, glaube ich. Falls wir mal schreien wie Schulmädchen, entschuldigen wir uns schon mal. Ja, also das erste Mal, wo wir das Spiel gespielt haben, war es wirklich gruselig, weil wir auch immer bloß nachts gespielt haben und bei Gewitter und Regen und die Atmosphäre ist echt bombastisch. Also da kann echt nichts mithalten, auch Resident Evil oder so. Ja, also Atmosphäre dieses Spiels ist echt enorm. Ich soll vielleicht auch die Klappe ein bisschen halten, dann kommt vielleicht auch so eine Stelle wie gerade eben zum Spiel rüber. Ich rede doch mehr als erwartet, merkst du? Merkst du was? Ich erzähle ein bisschen was zum Spiel. Ach ja, und falls die eine Hintergrundstimme hört, das ist den Daniel, seine Mitbewohnerin. Stimmt, ja. Die spielt gerade hinter mir oder vor mir Left 4 Dead 2 und die mag man ab und zu vielleicht hören. Weiter geht's. Man erfährt halt im Laufe des Spiels, was die Hintergründe von der Amnesie des Hauptcharakters ist und was sich hier in diesem ganzen Gebilden abspielt, hat viel mit schwarzer Magie zu tun und den ganzen typischen klischeehaften Bösewichten und so weiter und so fort. Prost, Mahlzeit. Dankeschön. Ach, man kann sich auch in die Ecke legen. Pinke Flecken. Flipping, yay. Ja, man sieht schon, mein Charakter krebst gerade ein bisschen, obwohl die Sanity, glaube ich, oben ist. Ja. Ja. Ja, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen stille. Jawohl, schieb den Schrank weg. Achso, mach ihn auf. Ach ja, falls das Bild ein bisschen verschwommen rüberkommt, das hat nichts mit Videoqualität zu tun. Es ist tatsächlich so. Gerade. Genau, oben steht's. Boah, sag mal, hast du den. Hast du die das Wasser aus dem Schlauch? Ja. Ja, wenn ja, dann sauge ich den Rest gerade auf. Yummy. Kannst du nochmal sauber machen, wenn du willst. So, erste Level-Transition. The Old Archives. Habe ich denn zu dem Zeitpunkt schon meine Lampe gehabt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber nee, die kann man gar nicht verpassen, die Öllampe, oder? Nein. Was nein? Das muss ich nicht verpassen? Interpretier mal selber. Achso, ja. Ich glaube, jetzt habe ich sie gleich gekriegt. Genau, da liegt schon mal ein Buch. Achso, das du werfen nicht lesen kann. Whee! Jetzt bekomme ich, glaube ich, meine Lampe. So, ist hier irgendwas... was Interessantes? Oh, okay. Mhm. Lampe gefunden. Olika. So. Öl. Öl, ja. Wir speichern hier jetzt trotzdem schon mal ganz kurz. Ich mach mal diesen doofen Shisha-Schlauch sauber. Wir treffen euch gleich wieder. Bis gleich.